Stadt. Und wir angeln im Bodenplan im Bach. Mein Vater hat vorhin schon angefangen. Ich habe es ja im letzten Video gesagt. Wir haben jetzt geplant, wir angeln. Statt Blubbern angeln wir. Dann wird kultiviert und gesät. Ja, und der aktuelle Plan schaut so aus. Heute komplett fertig angeln. Unter der Woche mal mit Kultivare drüber. Und spätestens nächste Woche Samstag dann säen. Hinterwachs auf alle Fälle, was gut zumacht. Und ja, mal gucken, was noch ein wenig mit reinkommt. Der Flug ist schwer. Die Flughöhe haben wir eingestellt. Oder hat der Vater eingestellt. Ich habe es gerade einmal geprüft. Der läuft jetzt auf. Ja. Was sind sie? Ne, ich bin mir später dran gewöhnen mit dem Bulldog. Der Kramer war gleich zu wieder. Das tiefste, was ich gemessen habe, waren jetzt 17 cm. Und es sagte 15. Direkt sauber einstellen. Läuft schön nach. Ja. Ein paar trockene Stellen sind drin. Warum machen wir das Ganze jetzt so? Die einen sagen, Mensch, fluglos, fluglos, fluglos. Warum arbeiten alle immer mit Flug? Ist doch scheiße. Nee, eben nicht. Wir arbeiten mit Flug, weil wir eine mechanische Unkraftbekämpfung machen, habe ich ja schon am Mama gesagt. Deswegen habe ich ja mit dem Kramer Shell geflügt. So Shell-Flügen gemacht, das keiner mehr hören will, weil ich so oft hintereinander gehabt habe. Ja, war halt einfach so. Und ja, jetzt hat wie gesagt das ganze Unkraut, das Auflaufgetreide noch einmal reingeschaufelt, ausgegraben, Wurzeln drin geschnitten. Dieses Mal ein bisschen tiefer. Wir versprechen uns davon, dass nächstes Jahr die Disteln deutlich geringer sind. Es wird ja dann noch einmal geackert im Frühjahr, wenn dann der Raps aufgelaufen ist. Wir bauen ja keine Raps in dem Sinne an, sondern bei uns gibt es nächstes Jahr zumindest so einen Plan Raugerste. Ich hoffe, man versteht überhaupt was von mir. Ja, wir haben Braugerste geplant fürs nächste Jahr. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird.
der IHC schlägt sich wieder ganz gut. Da steht der Pflug. Und da haben wir den IHC. Rennt gut, läuft gut. Und so schaut das Pflugbild hier aus. Feinkrümelig, ohne große Brocken. Ja, ab und an ist einmal ein kleines bisschen Lehm dabei. Ist leider so. Flugtiefe, wen es interessiert, wieder. Also ganz ausgeräumt ist es natürlich nicht, weil es recht bröselig ist, das fällt wieder zurück. Ja, gut, da ist er jetzt wieder auf 20, das ist das Tiefste, was wir jetzt bislang gemessen haben. Ist natürlich auch recht uneben hier, wenn hier oben ein bisschen klettert. Das ist ein schöner Steg. So. Ja, 17, 18, 20. Also tiefer wie 20 ist es auf keinen Fall. Ich habe aber auch vorne Stellen, da ist er teilweise bloß 15 drin und genauso soll es ja sein. Ich habe vorhin nochmal einen Livestream gemacht, der ein oder andere hat mir vielleicht 10. Und ich habe gesagt, ja wie gesagt, 15 bis 17 in den Dreh. Es variiert immer minimal, nicht arg minimal. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden, aber so im Großen und Ganzen haben wir eine schöne Höhe. Wenn die Grabenkante hier nochmal ein wenig abräumt und die Pflugfurche unten ein bisschen. Ja, 17 cm, 17,5. Also das ist kein richtiges Aggern wäre bei mir mit 25 cm in etwa. Es ist so ein wenig ein Zwischending zwischen Schälen und Aggern. Man kann es als Aggern durchgehen lassen, aber richtig Aggern tue ich normalerweise bei ca. ja, 25 cm. Ein richtiger Umbruch. In meinem Fall machen wir das aber nicht. Da steht ja der IHC. Ja, so geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Ein kleines bisschen haben wir noch. Kartoffeln haben wir schon ziemlich rum. Geht bloß noch ein Stück darunter an die Straße. Das sind hier vielleicht noch, naja, wenn es gut kommt, 20 Meter. Dann haben wir das gar. Und dann wären wir mit dem Aggern fertig. Dann kommt als nächstes der Kultivate unter der Woche mal. Und dann wird gesät. Jo, so schaut es auf alle Fälle aus. Wie gesagt, ich habe vorhin einen Livestream gemacht für den, den es interessiert. Könnt ihr ja einfach mal reingucken und ja, machen wir jetzt gar fertig. Ein paar Außenaufnahmen, ich schätze da kommt ein Regen, so wie es ausschaut. Ist ziemlich wolkenverhangen, wird ziemlich duster, vorhin war herrlichster Sonnenschein und jetzt zieht sich's immer mehr zu. Wir haben zwar gemeldet, das ganze Wochenende soll schön sein, aber ich gehe davon aus, da kommt noch was. Schauen wir halt einmal. Gut, ich mach mal weiter. So, ich habe jetzt die Flugtiefe noch mal ein wenig nachgestellt. Nicht am Flug selber. Ja, ich habe vorhin nicht aufgepasst. Ich bin ein wenig verrutscht. Ich habe versehentlich den Hebel ein bisschen tiefer gehabt, wie eigentlich geplant. Ich habe hier die Höhenregulierung. Ich habe eine Zugkraft- und Lageregelung in dem Schlepper. Die ist aktiv. Und ich muss immer mit dem Hebel noch ein ganz kleines bisschen nachregulieren, wenn der Bodenmaß sehr hart wird. Und da kann ich mal Höhe hier verstellen. Zwischen 3 und 4 war die gelegen, 3,5. Ja, und vorher habe ich den Fehler gemacht, der ist ein bisschen runtergerutscht, da war ich auf 3. Und das macht schon ein paar Zentimeter aus. Ich habe jetzt ein wenig raufgedrückt. Und jetzt schaut die Sache auf alle Fälle besser auf. Jetzt sind wir nicht mehr so tief drin. Ja, auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt sind es wieder 15 cm und so muss das sein.
geackert, ist fertig. Ich putze jetzt gerade noch die Rinder zu. Und ja, dann war's das. Zuputzen in der Hinsicht, die ganzen Löcher zuschieben. Oder besser gesagt, die Flugfurchen. Vor allem hier hinter die Kartoffeln und vorne am Weg. Es soll ja schließlich beim Ackern der ganze Boden gewendet werden und nicht nur das halbe Feld. Ist ja der Sinn und Zweck. So, das mache ich gerade. Ja, mit dem Krone geht es natürlich alles deutlich schneller als mit dem Eichelzug in der Kramer. Das ist ganz klar, der Eichel. Der Kramer ist ein wenig langsamer wie der IHC und der Eichelpflug, wie gesagt, hat ja bloß ein Viertel von der Breite von dem. Es ist ganz klar, dass das hier deutlich, deutlich, deutlich schneller geht. Oh, ich habe schon wieder ein Radio an, merke ich. Gibt es wieder eine auf die Nuss? Ja. Zuputzen durch jetzt halt. Einfach so, dass diese Flugfurche ein wenig ins Feld reinkommt. Dass man die mit dem Kultivator dann richtig schön breit ziehen kann. Weil ich will die Flugfurche nicht unbedingt direkt hinter die Kartoffeln. Könnt ihr euch ja vorstellen, mit dem Samrohrroder dann da rein. Aua, das rumpelt wie Sau und das muss nicht sein. Also, wenn es nicht sein muss. Guckt, da oben fährt ein Geräteträger, ich weiß, wer es ist. Sage ich aber natürlich nicht. Angeln sind wir fertig, also für dieses Jahr passiert da nichts mehr. Ich lasse den IHC jetzt noch einen Moment kalt laufen, dass der Turbo da nicht kaputt geht. Einfach noch einen Moment stehen lassen, bisschen abkühlen. Ja, Flug hat super durchgehalten, hat alles funktioniert. Die neuen Schare vom letzten Jahr sind noch dran, ist noch alles gut. Ja, die Meißel hat es natürlich ein bisschen verarbeitet, aber gut, das ist halt in unserem Boden so sandiger Lehm, ich sag's immer wieder, das frisst halt ohne Ende. Aber so muss das, so ist das. Ja, der hat auf alle Fälle super durchgehalten. Für alle, die es nicht wissen, sein Krone Mustang 120-3.
120, 1,20 Meter, 3 Schar. Den Flug, den Krone Mustang, hat es auch als 4 Schare gegeben. Dann ist er ein bisschen breiter. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, dann ist er 1,60 oder irgend sowas, oder vielleicht ein wenig mehr. Gibt es als 4 Schare auch. Wir haben als 3 Schare. Für uns tut er, das ist optimal. Ich muss den dann noch ein bisschen sauber machen, quasi mit einem Spachtel oder Schraubenzieher den Erddreck da ein wenig weg. Immer ein bisschen runterklopfen, bevor das fest ist. Macht man immer, bevor er in die Halle kommt, weil im nächsten Jahr, wenn du den dann wieder anhängst und du stößt dann mal blöd nach, dann kracht der ganze Dreck runter, weil er trocken ist. Deswegen mache ich das immer vorher, dann wird er aufgeräumt und dann ist die Sache gut. Ja, hat auf alle Fälle spitzenmäßig durchgehalten. Hat wunderbar funktioniert, alles sauber noch einmal abgeschält. Am Schluss, wie gesagt, dann hatte ich 15 cm gehabt. Ich habe es nochmal umgestellt, weil ich sag, wenn der ein wenig zu tief drin ist, dann habe ich halt richtig geackert und das will ich ja eigentlich nicht, sondern nur oberflächlich. Ich will ja nicht umbrechen in dem Sinne, sondern nur die Disteln noch ein bisschen bekämpfen und ärgern und Saatbeetbereitung machen. Ja, Grubber hat nicht funktioniert. Waren wir einfach zu spät dran, dann hätten wir grubbern müssen und vielleicht noch einmal grubbern müssen. So haben wir jetzt geackert. Dann mit dem Kultivator übers Geackerte drüber, dann passt das auch wieder. Dann ist das schön glatt, dann haben wir eventuell noch einmal auflaufendes Unkraut auch nochmal verschüttet. Und ja, im Frühjahr dann, da kommt jetzt dann Winterraps rein und irgendwas anderes noch dazu, was den Boden richtig schön zumacht, dass die Distel möglichst wenig Licht kriegt. Dann bleibt sie über den Winter liegen und ich denke mal so, ja, müsste ich jetzt wieder gucken, ich glaube Mitte Februar oder sowas ist das, dann kann der Acker wieder geackert werden. Wieder mit dem Großen natürlich. Da brauchst du Allrad, weil das ist der Boden nass und schmierig. Ohne plagst dich da. Ja, und dann Kultivate. Und sobald die Temperaturen es zulassen, kommt dann eine Braugerste rein. So ist der Plan. Braugerste wird relativ gut bezahlt. Ich meine, man weiß den Preis nächstes Jahr noch nicht. Das kann sich wieder ändern. Aber wir hatten schon lange keine mehr und wir wollen nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Gut. Das war's auf alle Fälle zum Ackern. Das räumen wir da noch auf. Ja, Drohnenaufnahmen, wie gesagt, leider nicht, weil es zu spontan war. Dafür einen kleinen Livestream noch während des Ackerns. Vielleicht auch für den einen oder anderen sehenswert. Und dann ist das mal gut. So Leute, und mittlerweile haben wir jetzt dann den Montagabend. War heute wieder ganz normal arbeiten. Ja, am Wochenende ist da nicht mehr viel passiert. Ich habe gesagt, am Samstag geackert gehabt und gestern am Sonntag dann noch einmal der Gras gemäht für die Viecher. Da gibt es ein Bild auf Instagram. Ja, und jetzt sitze ich hier in meinem Schlafzimmer quasi vom Computer und es ist schon wieder so weit, dass ich Videos schneiden kann. Ja, das Übliche halt. Jo. Eine Kleinigkeit zeigen kann ich euch noch, das habe ich ja schon angekündigt gehabt. Ich habe mir ein Lenkrad gegönnt. Ich habe mir jetzt nochmal ein gescheites Gaming-Lenkrad gekauft mit 900 Grad Lenkwinkel und Gangschaltung und ja, mein Joystick endlich einmal mit angeschlossen. Das Ganze kombiniert für LS. Jetzt, wenn es auf Herbst, Winter zugeht, komme ich wieder eher dazu. Im Sommer habe ich da überhaupt keine Zeit dafür, da ist der Computer nur an zum Videoschneiden und sonst überhaupt nicht. Wenn ich immer selten dazu komme, auf Fragen zu antworten, die gestellt werden, oder Kommentare zu antworten, dann möchte ich mich an der Stelle entschuldigen, war einfach auch keine Zeit dafür. Ich komme nicht immer dazu. Muss ich mich mal wieder drüber machen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal mein Lenkrad. Ja, das ist hier meine kleine aufgebaute Szenerie. Das ist das Logitech G920, passend auch für die Xbox One. Die habe ich ja dazu, die Gangschaltung, 6-Gangschaltung. Mit Rückwärtsgang und allem. Ja, und mein alten Side-Deck-Joystick hier. Ja, und damit kann ich dann mittlerweile ganz gut spielen. Also ich krieg's jetzt endlich einmal zusammen. Zum Beispiel Frontlader arbeiten, mit dem Radlader. Kann ich jetzt dann alles mit Lenkrad und mit Joystick steuern.
mal richtig schön. Das hat vorher nie funktioniert und das hat mich so aufgeregt, wenn du immer mit Tastatur und Lenkrad. Ja, das Lenkrad hat auch Pedale, Kupplungspedal, Bremspedal, Gaspedal. Muss ich mich jetzt nochmal reinfuchsen. Der Modell Eicher hat ja da ein schönes Script geschrieben. Das Real Transmission Manual RMT. Real Manual Transmission, so rum. Ja. Die will ich jetzt auch noch in ein paar Fahrzeuge einbauen, wenn ich denn mal dazu komme. Ja, und dann kann der Winter kommen, dann kann ich hier auch mal ein wenig zocken. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze mal auf YouTube oder so mit zeige, ob wir da mal einen Stream noch machen von LS. Ich glaube nicht, dass das unbedingt sehenswert ist. Wen es interessiert, also ich habe die Holzer Map jetzt auserkoren, da bin ich jetzt aktuell drauf. Das ist die, wo mir jetzt aktuell am besten gefällt und wo auch Seasons funktioniert. Ich spiele LS eigentlich immer relativ realistisch und ich spiele eigentlich auch nur mit alten Fahrzeugen. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Ich habe vor einiger Zeit einmal, schon einige Zeit her, wir mal einen Livestream gemacht. Da habe ich den LS gehabt. Und da habe ich mal gezeigt, dass ich habe eigentlich nur alte Fahrzeuge. Ich habe das neue gar nicht. Ich weiß, ich habe im 17er war das, glaube ich, einmal, wie der neu rauskam. Da habe ich einen Hof aufgebaut, lauter nagelneue Maschinen und größer und da fast Maschinen und. Aber am meisten Spaß macht es doch immer noch mit kleinen Fahrzeugen zu spielen. Liegt wohl dran, weil die echte realistische Landwirtschaft bei mir auch mit kleineren Fahrzeugen auskommt und ich muss nichts Größeres haben. Und es macht im Spiel dann eben auch Spaß. Und im Winter ist das dann ein willkommener Ausgleich, wenn draußen auf dem Acker nichts passiert, dann kann man sich hierher setzen und kann LS zocken, das ist doch auch nicht schlecht. Gut, das wollte ich jetzt noch gesagt haben und gezeigt haben, damit ihr auch Bescheid wisst. Ja, es gibt wie gesagt auch Hobbys, die man hat oder mal ein wenig Freizeit hat, dass man ein wenig überspült. Das ist ja nicht nur so, dass ich nur YouTube mache und auf die Arbeit gehe. Gibt ja auch noch andere Sachen. Ja, die Hunde haben sich wunderbar zusammengelebt. Willi und Riley vertragen sich optimal. Das klappt. Willi ist ein ganzer Brave. Bleibt auch relativ gut da. Ja, und ansonsten gibt es über die letzte Woche nicht mehr zu erzählen. Nächster Schritt auf dem Feld unten ist jetzt da mit dem Kultivator drüber fahren. Weiß ich aber noch nicht wann. Also ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe sowieso einen lädierten Finger in die Tür eingezwickt. Die Sau ist ziemlich blau. Ja, mal solche Sachen passieren. Ja, Kühlelement drauf und da muss man halt mal gucken. Gut. Wie gesagt, im Acker geht es dann weiter, da muss dann jetzt noch kultiviert werden. Oder mit dem Federzinken, mit der Federzinken-Ecke drüber und dann ist da unten auch Schluss. Ja, und das soll es jetzt für das Video gewesen sein, sonst wird es da wieder unheimlich lang und viel Gelaber. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle eine schöne Woche. Man sieht sich wieder. Servus!